Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal nicht zu einer eigentlichen Set-Review, sondern heute mal zu einem kleinen Themenvideo. Wenn ihr so wie ich öfters mal gebrauchte Klemmbausteine kauft, ob nun von Lego oder anderen Herstellern, dann werdet ihr das Problem kennen, dass man vor allen Dingen bei älteren Sets oft mal Probleme hat, dass man dort solche vergilbten Steine bekommt. Da ist eben dann der Weißton fast schon in dem dunklen Gelb, anstatt in dem Weiß, wie es eigentlich sein sollte. Und gerade bei älteren Lego-Sets, die auch mal vor 2000 produziert wurden oder noch älter sind, kann es natürlich richtig schwierig sein, andere Ersatzteile zu bekommen und auch Ersatzteile von diesen Sets zu bekommen, die eben nicht genauso vergilbt sind wie die, die man schon besitzt. Man achtet natürlich bei den eBay-Angeboten oder ähnlichen immer darauf, sind dort vergilbte Steine zu sehen oder nicht. Und wenn es zu extrem ist, kauft man es nicht. Aber je nachdem, welchen Verkäufer man hat und wenn er sich da schlau anstellt, dann kann es sein, dass man sowas mal nicht sieht, weil es eben im Lichtverhältnis irgendwie versteckt wurde oder ähnliches. Wenn man dann dieses Set bekommt, auf das man sich ja lange gefreut hat und sieht, die Steine sehen eben genau so gelblich aus, dann ist natürlich erstmal der Ärger über sich selber oder auch über den Verkäufer groß, wenn er es versteckt hat. Aber das bringt uns ja allen nichts. Denn wir wollen wissen, wie können wir das vielleicht wieder beheben. Und da gibt es auf jeden Fall auch Methoden. Weil ich dieses Problem öfter hatte, habe ich dort auch die verschiedensten Methoden ausprobiert. Von Gebissreiniger-Tabletten über normales Sonnenlicht bis noch stärkeren Chemikalien. Und habe im Endeffekt für mich die Methode genutzt, die ich am einfachsten und auch am effektivsten fand. Und genau diese Methode, die ich nutze, möchte ich euch zeigen, damit ihr euch in Zukunft über solche Steine nicht mehr so aufregen müsst wie vorher. Vorher sei aber gesagt, das braucht ein wenig Zeit, wie eigentlich jede Methode davon, braucht man hier ein wenig Zeit. Das ist nicht innerhalb einer Stunde oder einem Tag gemacht. Wir reden da mindestens über eine Woche bei einer wirklich prallen Sonne und bei einer Wintersonne kann das schon mal bis zu 2 Wochen stehen. Bevor ich euch jetzt meine Methode zeige, möchte ich nur noch mal kurz auflisten, was mir überhaupt nicht geholfen hat. Das war einmal die Behandlung mit Backpulver, zweitens die Behandlung mit den Zahnputztabletten, auch beides zusammen, denn da gab es auch Methoden, die angeblich funktionieren, aber die haben mir leider nicht geholfen. Die Methode mit dem Sonnenlicht funktioniert, aber da braucht man wirklich eine gute Sommersonne, also ist das jahreszeitabhängig und dauert auch eine ganze Weile, bis man da wirklich große Erfolge erzielt. Und wie gesagt, das sind alles erstmal nur meine Empfindungen und wie ich es in meinen Tests kennengelernt habe. Für mich war die effektivste Sache und auch die Methode, die ich nutzen werde, um es euch zu zeigen, ein chlorhaltiger Rohrreiniger. Wir stellen mal diese Schale hier weg und ich persönlich nutze dieses Rohrreinigungsgel. Vorweg schon mal, das ist hier keine bezahlte Werbung und ich stehe in keinem Kontakt mit dem Hersteller dieses Rohrreinigergels. Trotzdem möchte ich es euch auch mit Markenname zeigen, denn ich habe immer dieses Gel hier verwendet und bei mir hat immer dieses Gel hier funktioniert. Um der Sache vorzubeugen, dass ihr ein anderes Gel nehmt und dann enttäuscht seid, weil es nicht funktioniert, zeige ich euch dieses Gel, denn ich kann euch sagen, wenn ihr das nutzt, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Bei anderen Gelen kann ich dafür eben nicht garantieren. Wichtig ist, das Ganze hier ist eine Chemikalie und auch gefährlich oder auch giftig für den Menschen. Deshalb lest euch auch vorher mal die Anwendungshinweise durch und wenn ihr das benutzt, dann achtet darauf, dass ihr ordentlich die Schutzmaßnahmen einhaltet. Ich nutze immer lange Kleidung dazu, falls doch mal irgendwo ein Spritzer passieren sollte und ordentliche Einweghandschuhe. Und genau das kann ich euch auch nur raten. Eure Gesundheit habt ihr nur einmal, dementsprechend passt auf, was ihr hiermit macht. Denn gelbe Steine mögen ärgerlich sein, aber die weiß zu bekommen ist absolut kein Gesundheitsschaden wert und gerade auch, weil man das Ganze ja leicht vermeiden kann. Und jetzt, wie funktioniert der ganze Vorgang? Ich nehme mir immer eine Dose mit Deckel, natürlich keine, die man später nochmal für Lebensmittel oder andere Sachen verwenden möchte, sondern schaut, dass ihr da ein Gefäß bekommt mit Deckel. Deckel ist ganz wichtig, was ihr in Zukunft auch nicht unbedingt mehr für andere Sachen benutzen wollt. In dieses Gefäß kommen dann die Steinchen rein, die ihr bleichen wollt, und die gießen wir eben mit diesem Mittel auf, bis sie komplett bedeckt sind und dann gieße ich immer noch mal ungefähr einen Fingerbreit mehr rein. Dann macht ihr das ganze Gefäß zu und stellt es raus in die Sonne. Gut ist es, wenn ihr das Gefäß dann auch immer mal ein wenig geschwenkt, dass wirklich am Ende jede Stelle von den Teilen mit diesem Reiniger in Kontakt gekommen ist und das mache ich täglich früh und abends. Und der Rest ist nur noch warten. Ich habe die Erfahrung gemacht, nach 5 Tagen sind die Steine wieder in einem Zustand, wo man sie gut nutzen kann. Damit sie wirklich wieder schön schneeweiß aussehen, dauert es ungefähr eine Woche oder noch ein Stückchen länger, je nachdem, wie stark momentan bei euch die Sonne scheint. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und dann gucken wir uns mal zusammen das Gefäß an.
Und da sehen wir uns auch schon draußen. Ich habe auch schon ein paar andere Teile vorher gebleicht. Das ist eben dieses Video, was ihr jetzt seht. Die hole ich jetzt natürlich nochmal raus, bevor ich die neuen Sachen rein. Jetzt kommen die neuen Sachen rein. Die neuen Sachen jetzt noch ohne Bleichmittel. Das Bleichmittel gieße ich jetzt rein. Wie gesagt, nehmt da die Handschuhe und alles Mögliche dazu, dass da eben nicht schief gehen kann. Das Ganze gießen wir jetzt auf, damit es mindestens fingerbreit oben drüber ist. Ich habe diesmal ein bisschen mehr aufgegossen als nötig, aber das ist, denke ich, auch nicht schlimm. Und jetzt seht ihr schon auf den ersten Blick, hier hat eine Veränderung stattgefunden nach diesen 5 Tagen. Ich nehme auf jeden Fall das Ganze jetzt mit Schutzausrüstung raus. Was ich euch noch empfehlen kann, sind solche Abflussschützer hier, solche Abflusssiebe. Die gibt es sehr, sehr billig. Ich verlinke euch da zum Beispiel mal 3 Stück auf Amazon. Die kosten wirklich nicht viel und es ist allemal besser, als wenn euch dann Teile im Abfluss verloren gehen oder ihn vielleicht noch verstopfen. Hier ist es auch schon bei mir auf dem Abfluss drauf. Dann kommen natürlich die Teile dort rein und ich mache das immer in 2 Wellen. Einmal gieße ich es ab und dann schäumt das schon generell auf, weil da ja auch Reiniger drin ist. Nachdem das dann so stark aufgeschäumt hat, höre ich erstmal auf, Wasser nachzugießen, lasse den Schaum sich setzen bzw. abfließen und mache das wirklich ordentlich und gewissenhaft, dass da keine Rückstände bleiben. Und wenn der Schaum sich dann abgesetzt hat, kommt nochmal eine 2. Wasserdusche drauf. Dann können wir das Ganze auf ein Handtuch legen oder auf irgendein Küchenpapier, damit es abtropfen kann und eben wieder trocken ist. Und schon sind wir fertig und wir sehen uns gleich beim Bautisch wieder mit dem Ergebnis. Und das ist im Wesentlichen schon alles, was ihr machen müsst, um die Steinchen zu bleichen. Und das Ganze ist wirklich nicht super schwierig oder ähnliches, sondern es ist halt mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Ich habe es euch ja eingeblendet, die Steinchen hatte ich jetzt 5 Tage lang in diesem Chlorreiniger drin. Optimal wäre es gewesen, wenn es noch 2 bis 3 Tage länger gebraucht hätte. Wir haben noch an dem einen oder anderen Teil so einen ganz kleinen Hang ins Gelbliche. Aber das ist wirklich minimal und die Steine kann man so schon nutzen. Ich habe sie nur jetzt nach 5 Tagen schon rausgeholt und habe sie nicht noch länger drin gelassen, damit ich euch dieses Video noch zeigen kann, bevor wir komplett in den Winter kommen, wo ja auch die Sonne nicht mehr so die Riesenkraft hat, wie sie jetzt hat. Und wo ihr sie dann vielleicht 2 bis 3 Wochen draußen stehen haben müsst. So könnt ihr euch das nochmal beschleunigen. Und schon jetzt nach diesen 5 Tagen ist der Unterschied wirklich immens. Die Steine sehen jetzt schon so aus, dass man sie nutzen könnte in einem Set, ohne dass sie negativ auffallen. Am krassesten ist der Unterschied auf jeden Fall bei dieser 2x6 Plate. Stellt euch mal bitte nochmal im inneren Auge vor oder ich blende es euch nochmal ein, wie diese Plate vorher aussah und wie sie jetzt aussieht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dasselbe gilt für diese Reifenteile, die wirklich auch schon ordentlich aussehen, im Inneren noch ein bisschen dunkler sind. Da reden wir aber wirklich über eine ganz leichte Schattierung, die wir innen nur noch haben, die wir hier unter einem eigentlich perfekten Kunstlicht sehen. Bei normalem Tageslicht würde das gar nicht mal sofort auffallen. Dasselbe gilt für die Gitterteile und natürlich auch alles andere. Also das ist selbst in diesen 5 Tagen bei nicht optimalen Sonnenverhältnissen schon richtig, richtig gut geworden. Wenn euch natürlich das Video gefallen hat und ihr einen Tipp für eure eigene Sammlung mitnehmen konntet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr selber noch vielleicht eine andere Methode gefunden habt, mit der ihr gute Erfahrungen gemacht habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das ist nur die Methode, mit der ich nach einigen Versuchen die besten Erfahrungen gemacht habe. Es kann ja trotzdem sein, ihr habt noch was ganz anderes im Petto. Und wenn ihr das teilt, könnt ihr, wie immer, der ganzen Klemmbaustein-Community sehr weiterhelfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.